Der Herbst ist da, man merkt es ganz deutlich, aber es gibt noch eine Menge zu ernten und bevor es zu spät ist, fange ich heute lieber gleich mal an. Hier habe ich noch wunderschöne Brennnessel. Die werde ich jetzt auf jeden Fall noch mal mitnehmen, bevor es zu spät ist, weil wenn die vertrocknen und braun werden, dann sind die Inhaltsstoffe auch nicht mehr so gut. Brennnessel enthalten viele Mineralien und Spurenelemente wie Calcium, Magnesium, Eisen, Silizium und auch viele Vitamine wie Vitamin A, C und E, aber auch Fettsäuren. Die Rettichsamen, die man hier teilweise noch sehen kann, haben sich selbst ausgesamt und kleine Rettiche gebildet. Hier haben wir schwarzen Rettich. Die Blätter kann man auch essen. Der ist sogar ziemlich groß. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, schaut euch das an. Was man nicht alles finden kann, wenn man nur danach sucht. Diese Rotkohlpflanzen sind nichts geworden. Die gebe ich lieber den Tieren. Das, was hier so riesengroß rumsteht. Hey Kükis, ihr sollt hier eigentlich gar nicht sein. Das ist Gundermann und auch unglaublich gesund. Wahnsinn, wie riesig die werden, oder? Hier sehe ich gerade mitten im Rasen, alter Schwede, einen Rettich. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier ist noch rote Beete. Eine kleine. Ein Schlaraffenland für euch, ne? Hier ist noch ein bisschen Möhrengrün. Habt ihr das Möhrengrün schon mal gegessen? Das schmeckt wirklich nach Karotte. Ja, als ob ihr eine Karotte reinbeißt. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Menge Topinambur. Das ist irgendwie das Einzige, was wirklich immer zuverlässig wächst, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Und egal, ob es ein nasses oder ein trockenes Jahr war. Topinambur hat viel Inulin. Im ersten Jahr hatten wir noch starke Bauchschmerzen, aber im zweiten Jahr ging es dann besser. Und jetzt ist das dritte Jahr und ich glaube, jetzt wird es ganz gut werden. Die ganze Darmflora braucht Inulin. Das sind wie Leckerlis für die Darmbakterien und der Darmschleimhaut soll es auch gut tun. Das, was hier so schön lang wächst, ist noch Schnittlauch. Den werde ich auch mit reinnehmen und trocknen. Ich habe schon so oft von diesen riesigen Melissenbüschen geerntet. Aber jetzt werde ich noch mal ein paar schöne Blätter mitnehmen, weil wir trinken sehr oft Melissentee. Hier unten, wo ich gar keinen angebaut habe, finde ich wieder einen Rettich. Mal schauen, was der uns bietet. Da ist nicht viel dran, aber immerhin. Das ist wieder Mangold. Hier oben habe ich ja auch was. Allerdings haben wir das dieses Jahr gar nicht ausgesät. Das kam irgendwie von alleine. Wunderschöne Farbe, oder? Hey, Teddy! Na, du kannst aber schon toll fliegen, oder? Oh, sogar Himbeeren haben wir noch dran. Ja, die werde ich jetzt gleich mal mit reinnehmen. Was in unserem Haus auf keinen Fall fehlen darf, ist Spitzwegerich. Aber den hier werde ich nicht sammeln, weil der schon einen leichten Pilz hat. Aber wir haben eigentlich noch genug im Haus. Wir haben noch ein paar kleine Löwenzahnblätter gefunden. Von denen könnte ich jetzt die Wurzel ernten, aber die sind so klein. Ich glaube, da wird die Wurzel auch klein sein. Dieses Jahr habe ich keine großen Blätter mehr gefunden. Wir haben ja sogar noch Tomaten im Gewächshaus hängen. Einige sind sogar schon ein bisschen reif. Und auf der anderen Seite stehen sogar noch Physalis. Ich hoffe mal, die kommen noch durch. Die sind alle noch nicht reif. Und so habe ich einen prall gefüllten Erntekorb, obwohl es gar nichts mehr zu ernten gab. Schön, oder?